So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Battle Revolution. Das letzte Mal haben wir mit dem Kolosseum Sonnenpark angefangen und heute bringen wir es zu Ende. Also dann Bühne frei für den Kampf Nummer 5. Ja, im letzten Part haben wir einen geilen Fight gehabt, Patrick vs. Patrick, und ja. Was hatten wir noch gehabt für eine kranke Sache? Was war denn genauso krank? Ja, ich habe jetzt einfach irgendwas ausgewählt. Ich weiß, ich habe mir geguckt. Ja. Und dann hat er ein dämliches Bomber da, was ich die K.O. gekriegt habe. Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Bomber da ist. Ein dämliches Bomber da. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was für ein Typ das Ding hat. Auch wenn ich da weiß, in dem Zeitpunkt, könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Darf ich nochmal die Wiederholung? Okay. Wir haben ein Panflom und ein Mashok. Ich würde Mashok umbringen mit Givatina, weil einfach weil Strategie. Nein, ich sage jetzt nicht bei Baum. Wohl, weil ich jetzt gerade gesagt habe, weil der Spruch bei Baum passt irgendwie nicht hin. Weil Strategie ist klingt cooler. Weil Strategie. Oh, Glut. Oh, jetzt krieg ich aber echt Angst. Oh, ich schwitze ja schon hier. Jetzt schwitze ich aber wirklich. Ne. So, das war für Panflam leider zu viel. Es ist besiegt. Ah, immer diese Dramatik. Das mag ich auch nicht. Ich habe manchmal wirklich in letzter Zeit das Gefühl gehabt bei diesem LP, ich mache irgendwie zu viel Best-of-Material. Oder irre ich mich da? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Finde ich auch, dass was ich hier mache, ist zu viel Best-of-Material wert. Und das sagt ihr... Ach was, kannst du doch mehr sowas machen, solche Sachen machen. Halt, rückgängig. Rückgängig, wir machen es. Was mache ich denn hier? Schämkraft gegen Mashok, also. Da muss ich ja echt bescheuert sein, wenn ich das durchziehe. Da muss ich wirklich bescheuert sein. Ich müsste mir ein Festmal verpassen dafür. Insgesamt kann ich mir 10 Minuten für jeden Kampf leisten. Für jeden Kampf. Gegen jedes Pokémon. Weil wir 3 Kämpfer haben werden und deswegen 10 Minuten pro Kampf sind Maximum für mich möglich. Aber ich will es nicht das herausfordern. Oh, nicht das Silberhauch. Nehmt den Silberhauch weg. Oh, verdammt. Verdammt, Mann. Uncool. Uncool. Versuchen wir es jetzt auch mal. Kill für Staravia. Na dann, an die Arbeit, ihr starke Pokémon! Givatina? Schämkraft auf Staravia! Ich sag halt mal Staravia! Und Voltage auf Smackdown! Dann ist mir egal, was Pikachu macht, dann ist es vorbei. Ich bring's jetzt zu Ende. Schneller, desto besser, oder? Okay, das war für Smapper wirklich zu viel. Ich frage wirklich, warum das Herz aber noch schlägt bei dem. Das Ding musst du doch durchgeschockt sein. Ich weiß, wie viel Volt dahinter hängen, aber das war nicht gerade wenig. Oh, das Aeroas kannst du hier wirklich in deinen Arsch schieben. Ich glaube, man muss bescheuert sein, dass man ein Elektro-Pokémon mit einem Flugattack angreift. Selbst ich bin intelligent und weiß das. Staravia wird draufgehen. Oh Mann, dein Normaltyp ist ja absolut behindert. Ich hasse das. Ja, Staravia ist selbst noch vom Typ normal neben Flug und ja. Ich glaube, es gibt Doppel-K.O. heute. Ja, wir haben heute ein Doppel-K.O. Pikachu als auch Staravia ist in K.O. gegangen. Aber und damit ist es vorbei für Kampf Nummer 5. Wir können in den nächsten Kampf gehen. Ein Sieg für mich. Das nächste Kolosseum müsste das Kolosseum sein, wo... Was war das nächste Kolosseum? Ach, das war das bestimmt im Einzelkampf. Wenn das ist, dann kann ich aber mit Givatina allein alle fertig machen. Dann kriegst du vielleicht einen Port hin. Okay, er hat hauptsächlich Elektro-Pokémon. Ich würde diese Kombination... Nee. Ich hau dich weg. Zwei. Nein.
2, 3, 4, Start! Zeit für Zeitfinale von Colosseum Sonnenpark! Also, ich bin jetzt mal ehrlich zum EP, was ich bis jetzt schon sagen kann. Also, bis jetzt hat es mir wirklich schon Spaß gemacht, das ganze Spiel, aber es wird noch härter. Was wir bereits geschafft haben, ist noch nichts im Vergleich zu dem, was. Obwohl, das ist Mittelstufe, aber ich sag's Leute. Die Kämpfe werden auch schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ein Plusler und ein Minun. Ich identifiziere mich mit Plusler. Wisst ihr, im Pokémon Ranger 3 Spuren des Lichts bekommt ihr nämlich auch einen Partner. Ne, mit Minun identifiziere ich mich. Was erzähl ich da? Oder welches? Ich glaube, ich muss noch mal kurz überlegen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Und zwar. Im Pokémon Ranger, dem ersten Teil. Ja, im ersten Teil, jetzt erinnere ich mich wieder. Erster Teil. Ist einer meiner Lieblingsteile der Pokémon Ranger Reihe, jetzt wirklich. Da bekommst du, wenn du als männlicher Charakter spielst, Minun. Und wenn du als weiblicher Charakter spielst, Plusle. Natürlich bin ich ein guter Pokémon Ranger. Ich würde es ja gerne Let's Playen, aber ich würde es gerne mit Capture Card vorziehen. Weil ich glaube, da hätte ich einen kleinen Vorteil, wenn ich die Capture Card zum Einsatz bringe. Aber wegen des einen Events mache ich mir Sorgen, das kann ich nämlich nicht zeigen. Weil ich habe das schon gemacht, schon vor vielen Jahren. Das muss ich wahrscheinlich da mal per Emulation machen. Da komme ich nicht drum rum, aber ist mir egal. So, ist Plus jetzt auch aus dem Weg geräumt. Ja, also ich würde vor welcher dann mit Reis Capture machen dann. Ich sitze ja immer noch rum und warte auf das Ding. Das ist endlich für XL verkauft wird. Ich weiß noch nicht, muss ich erst bestellen oder kann ich so losschicken. Weil es gibt keine Anleitung dafür. Also dann. Ja, Pikubertina muss jetzt leider Erdkräfte mal benutzen aufgrund der Fähigkeit Zugabe, Attacke Zugabe. Wer ist das Opfer? Sehr gut, das kommt ja noch besser. Wenn Pachirisu drauf geht, ist Pachirisu weg. Oh oh, ist dran. Ja, ich weiß, das tut nicht weh. Ich weiß, ich weiß. Oh, nicht die Frostbeule. Oh! Oh mein Gott! Arme Soho, alles in Ordnung. Oh, dafür wirst du bösen. Das sage ich dir. Ich schwör mir in meinem Namen. Werde ich die Sehung! Oh, nein, nein, das magst du nicht. Oh, ihr seid ja alle fies hier. Ihr seid ja alle fies hier. Guckt euch mein Ho an. Das ist wegen euch gestorben. Ich hoffe, ihr seid jetzt stolz auf euch selbst, weil ihr Ho ermordet habt. Ja, hast du erstmal die Quittung dafür, Pachirisu. Hahaha. So. Jetzt ist der auch dran. Oh, nein. Das ist schlecht, Kibatina ist nie immun gegen Eisattacken. Wir müssen jetzt alles dran setzen, Sejong auszulöschen. Leute, ich gehe jetzt auf Offensive. Kibatina, Aurasphäre, Pikachu, Void Tackle, volle Kraft voraus, zeigt sie ihm. Spüre den Zorn von Ho-Ohs Rache. Jahre vor, oh, du wirst es nicht mehr überleben. Und das ist schon. Aber schöne Bomber. Oh, guck mal, die feuern mich an, Leute. Die feuern mich an. Genauso wie ihr. Der hier drum kämpft zu gewinnen. Auch wenn ich Opfer bringen muss. Was ich nicht gerne will. Aber ich muss es halt tun. Das ist ja das Schlimme daran. Ja, und da beende ich erstmal die Aufnahme. Ich glaube, ich habe da mal genug für heute gemacht. Weil ich bin schon fast mit dem Spiel durch, weil wir haben fast alle Kolosseum gemeistert. Es kommt noch 1, 2, 3, 4. Ich glaube noch 4 Kolosseum müssen danach kommen.
Wenn ich richtig mitgezählt habe, 4 Kolosseen. Ich würde euch ja gerne sagen, welche Kolosseen. Aber ich spoiler jetzt mal ne, okay? Und wir müssen Arabeske besiegen. Wünsche mir Glück. So, willkommen zum Finalkampf auf bei Kolosseum. Guckt euch die an, Leute! Nicht gerade schlecht angezogen. Hör mal die Musik mal rein. Nicht gerade schlecht. Jetzt noch Angriff! Aber die Musik ist geil! Erstmal Pluspunkt dafür! So, die sind hart im Nehmen! Oh! Wisst ihr was, Leute? Formio hat gerade einen Fehler gemacht. Formio, weißt du, was vor dir steht? Nein, was denn? Ein Pikachu. Oh, und was bedeutet das für mich? Also, das kannst du denken, was das bedeutet. Das bedeutet, du wirst jetzt voll in den Arsch getreten. Pikachu? Donnerblitz! Feuerkraft voraus! Bis hart im Nehmen. Bang! Und runter. Und weg mit dir. Aber ernsthaft, wie findet ihr eigentlich Arabeske? Auch vom Aussehen her könnt ihr auch gerne in den Kommentar schreiben. Also die Klamotten sind nicht gerade. Seht ihr? Poketopia. Ist auch das Pokémon-Paradies. Er hat Kräfte, mach Mine und so Schnecke. Und du wirst mit Eisschweif Potrot den Rest geben. Du bist stark genug, Pikachu. Ja, das hilft Mine und auch wenig. Ja, das war echt schlimm. Aber keine Sorge, Pikachu, Mino kriegt jetzt die Quittung. Oder auch ne, Mino lebt noch. Mino, hab ich dir erlaubt, noch zu leben? Ich glaub mal ne. Aber ich dachte, du bist mein Partner-Pokémon aus Pokémon Ranger. Das ist ein anderes Mino, nicht du. Du sollst weg vom Platz. Arabeska haut doch bloß da raus hier. Ah, jetzt will sie es ordentlich hier zeigen, wo es lang geht. Willst du auf den Putz hauen, hä? Willst du Stress? Können wir gerne machen. Nein, keine Beutecke. Ich will es extrem machen. Ich werde alles auf Plus errichten. Ich werde was Plus den R-Kräfte standhalten wird. Und jetzt komm her. Eis ist sinnlos. Ah, was? Oh, das war jetzt Glück gehabt, oder Leute? Dass ich Pikachus Ruckzucki eingesetzt habe. Aber jetzt geben die Pokémon aber echt alles. Könnte es an der Fähigkeit liegen, dass jetzt, weil jetzt bloß wieder da ist, dass sie noch stärker sind? Ich hoffe mal, ne. Bitte. Eins habe ich noch. Ja, jetzt hat sie doch. Ich habe noch zwei, noch drei. Insgesamt. Volle Kraft, Evakator. Wir werden dich jetzt benutzen. Also, jetzt sollst du Angst kriegen. Na, Mino, schlottert schon die Knie. Nein, wieso? Weil jetzt das kommt. Check this.
Oh! Fies! Fies! Dafür gibt's Erdkräfte in deine Visage! Ich hab eh getan! Oh, das war auch bei Absicht! So. Der Kampf ist endlich vorbei. Wir haben Colosseum Sun Park abgeschlossen, Leute! Yeah, wieder ein Colosseum gemeistert. Oh. Musst du umkippen oder was? Das will keiner sehen. Oder wollt ihr das sehen? Könnt ihr mir gerne sagen in den Kommentaren. Ich mache aber jetzt kein Foto davon als Screenshot und stelle es nochmal irgendwie irgendwo hin. Oder auf meine Homepage. Braucht ihr nicht danach fragen. Okay, 520. Och, das geht doch. Das geht doch. Okay, was bekomme ich? Einen Kampfpass und Silberanstecker. Ah, es gibt noch 4 Kolosseen. Ja, Leute, 4 Kolosseen gibt's noch. 2 habt ihr jetzt gesehen, haben jetzt bekommen. Und zwar Abendrot. Das ist echt schwierig. Also, das dauert zwar nicht lang, es sind zwar nicht viele Kämpfe, aber es ist echt schwer. Und dann gibt's noch das hier: Kolosseum Lava. Kolosseum Lava müsst ihr schnell, werde ich danach machen. Mal gucken. Yep. Da kann ich mit meinem Kühn. Und zwar, Listenkampf ist ein echt schwieriges System. Ich kann es schon mal so erklären, wie es ungefähr ausgehen wird. Wir müssen einfach nur gewinnen und je öfter wir gewinnen, desto höher steht die Chance, dass wir gewinnen. Okay. Da gibt es noch 2 Kolosseen. Ich zeige es euch mal. Ich denke mal, spoilern darf ich mal. Da gibt es einmal dieses Kolosseum hier noch am Schloss. Und zum Schluss gibt es noch das hier. Das finale Kolosseum. Das sind die anderen 2 noch, die noch kommen werden. Mehr gibt's nicht. Also im nächsten Part werden wir Kolosseum Lava machen. Also, freue dich auf einen heißen Kampf gegen 7 Trainer und Gibatina wird als einziger wahrscheinlich kämpfen, weil wir Einzelkampf machen. Ist ja verständlich. Also wünsche ich gefallen, dann schreibt einen Kommentar, vergiss die Bewertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann!